Hallo und willkommen. Wir haben ganz viel Spaß. Oh ja, auf jeden Fall. Na, Jessie. Den Level, ich weiß nicht zum wievielten Mal. Zweimal Camtasia abgestürzt. Dann diverse Mal den Level nochmal neu beginnen müssen, weil irgendwas vergessen. Eine Blume oder eine Münze oder irgend sowas. Drei Kreuze im Kalender, wenn das rum ist hier. Und gespeichert und von Camtasia nicht gefressen wurde. Der Level ist echt... Boah. Der sackt. Richtig. Ich kenne ihn schon fast auswendig, ja. Das Yoshi-Boot. Oh. Auch zum 1.000.000. Mal. Gubbel, gubbels. Wer hätte das gedacht? Thaddäus verarme. Ah, du bist ja ein Toller. Nein, diesmal triffst du mich nicht. Oh, und meine Raketen könnten echt mal langsam treffen lernen. So. Weil irgendwo muss ich den... Ja, komm! Komm! Oh mein Gott! Irgendwo muss ich den ja vergessen haben, die rote Münze. Lass mich bloß in Ruhe da hinten. Okay. Wenigstens das U-Boot gleich beim ersten Mal geschafft. So, dann schauen wir doch. Mein Liebling. Mach bloß den Abflug, Junge. So, hier steht's 11 zu 3. Das heißt, jetzt muss ich noch irgendwo 8 Münzen finden. Ey! Weiß der Geier, wo die versteckt sind. Okay. Also ein Berg wieder, echt. Boah, die Bergs, das sind ganz gemeine Hunde. Da so ein Krabbi wieder. Kingler. Ja, das sieht aus wie ein Kingler. Stimmt. Fast. Hätte ja auch klappen können, hätte ich mir den Weg gespart. Es kann doch nicht so schwer sein, hier irgendwo so eine Münze. Und so. Jetzt sieht's doch besser aus. Das letzte Mal haben hier 4 gefehlt. Aber wo zum Geier? Nein, ich hebe ich mir die. War wohl doch eine im Wasser, die du vergessen hast. Ja, unglaublich, wo hab ich. Bin ich blind? Die Frage müsst ihr mir nicht beantworten, ich weiß es. Der Affe macht mich nervös. Mit sowas habe ich schon gerechnet. Deshalb habe ich hier in weiser Voraussicht das Fragezeichen leben lassen. Nein! Oh nein! Nein! Nicht wahr. Oh Gott. Ich würde jetzt so abfluchen.
echt. Gott sei Dank werde ich nicht mit einem Bonusspiel belästigt. Belästigt? Wäre doch cool, wenn Memory gewesen wäre, oder? Ah. 100 Punkte her. Aber zacki. So, Leute. Ihr seht schon, ich bin viel weiter, weil wir sind in Camtasia-Aufnahmen abgeschmiert. Die Burg nochmal. Burgs Festung. Der mit dem Zäpfchen. Der mit dem Zäpfchen. So. Gehen wir mal ein bisschen Stoff hier. Hau bloß ab. Rein da. Verstecktes Tor. Yellow Submarine Yoshi. Und den ganzen Spaß machen wir natürlich nicht umsonst. Nein. Für echt total wichtige und lohnenswerte 2 rote Münzen. Wow. Unglaublich. Wahnsinn. Der absolute Hammer. Ich krieg mich kaum noch ein. Ich auch nicht. Unglaublich. Da wieder so 2 Kurzlanzen und eine Langlanze. Ja, der gibt wieder an. Ich habe einen längeren als ihr. Ja, da gibt's Neid, hey. Lanzenneid. Oh Gott. Fische. Arsch. Fisch. Und wir nehmen natürlich jede Tür mit. Was? Ich hab doch gar nicht... Was? Blöder Yoshi, blöder. Na, nicht fluchen über Yoshi. Nein, das war ja alles noch... Ja, Kinder. Normalen Yoshi-Bereich. Sauf ab, blöder. Ein Ei fehlt. Denn jetzt kommen ein paar Krabbis. Ne, Kingler sind's ja. Wie man es nimmt. Ich glaube, ein Krabi würde sogar noch mehr ausrichten. Weil die Jungs haben es mal gar nicht drauf. Wow. Hohoho. Das sieht aus wie ein Schaf mit guck Scheren. Guck das Ding doch mal an, ne? Ein Schaf mit Scheren. Auf jeden Fall. Das ist doch keine Krabbe, Leute. Eine Krabbe hat doch kein Schaffell. Das müsst ihr doch mehr machen, oder nicht? Ja, richtig. So. Das hat sich gelohnt, auf jeden Fall. Wir gehen noch weiter. Oh mein Gott! Da kann man aber auch nicht durchrushen. Das ist so ein Mist. Ja, es ist klar, dass du dich jetzt... Oh. Ich hab doch keine Zeit für so Späße. Wollt ihr mich jetzt vereiern? Ich muss doch... In 6 Minuten muss ich doch Burg gemacht haben. Ja. Zur Not 6,5. So. Die 2 Münzen hier, weil da oben gibt's nix. Und gleich weiter. Hier auf dem Rad des Todes. Eigentlich ist es ein Wasserrad, aber okay. Komm, lass die Bombe fallen. Das müsste doch brennen, dann wäre es ein Rad des Todes vielleicht. Ja, Yoshi auf einem brennenden Rad irgendwann. Wow. Also ich meine, wenn sie dich verfolgen, die Bombenleger, dann geht's ja noch. Aber wenn sie dir entgegenkommen... Dann nervt's schon. Richtig.
Heute ist komisch, es ist 12 und ich bin schon müde. Das kann ja wohl nicht sein. Nein, das kennen wir ja gar nicht so von dem Jesse. Nee, keinesfalls. Wenn jemand, der bis um 6, 7 oder so morgens aufbleibt, kennt man das nicht. Nein. Dein Leben möchte ich haben. Im Moment ja. Ich habe mich wieder daran gewöhnt. Es ist... Tschüss, Krabi. Schrägstrich Kingler. Gibt's bei den neuen Pokémon eigentlich eine Vorentwicklung oder eine Nachentwicklung? Da fragst du mich was. Da habe ich gar keine Ahnung. Ich hab's auch ich habe, glaube ich, in einem Part erwähnt, dass ich die nächsten Generationen gar nicht wirklich kenne. Nur die vom Anfang halt. Ja. Gelb da und dann weiß ich auch schon nichts mehr. Was in Silber und Gold ist, weiß ich auch nicht. Nee, ich auch nicht. Also da gibt's, ich glaube, es gibt ja schon 450 verschiedene oder so. Die sind ja, aber nicht noch mehr, ey. Wie soll man sich das alles merken? Wie habe ich den denn getroffen? Der war elegant eben, oder? Ja. Total, ne? Jetzt alles nur nicht in die Instant Death Spikes fallen. Das wäre ganz schön schlecht. Da kommen die nächsten. Aber die sind keine Instant Death. Die blauen doch auch, oder? Nein. Glaube ich zumindest. Ich bin der Meinung, die auch. Ich will es jetzt nicht ausprobieren. Nee, das habe ich nicht gesagt, aber ich bin der Meinung, die sind auch. Wenn du da reinspringst, dass du gleich weg bist. Wir können es ja ohne Safe States auf legale. Was geht mit dem Ei? Ah, nee, können wir nicht, weil die Tür ist zu. Toll. Vielleicht kommen noch welche. Bloß ein Abgang, Berg. Wow, die vergesse ich jedes Mal. Oh mein Gott. Was meinst du? Jetzt kommt das Zäpfchen. Ja, yeah, das Zäpfchen kommt. Ja. Ja, den schaffst du in der Zeit. Man kann ihn auch... Nee, man kann ihn nicht töten. Selbst wenn ich jetzt irgendwie getroffen hätte. Bisher hast du dich tapfer geschlagen. Aber jetzt wird es für dich besser sein, wenn du gleich aufgibst. Berg, Berg wird dich sonst zum Frühstück vernaschen. Das macht er ja sowieso. Er vernascht mich jetzt. Aber das soll nicht das Problem sein. Nimm noch die Eier mit, Yoshi. Na, kann er, die sind viel zu groß jetzt. So. Rülps. Berg. Und richtig. Wir sind in Bergs Bauch. Ja, bloß nicht von Tropfen treffen lassen. Wir warten hier auf einen Scheigei nach dem anderen. Und dann wird das Zäpfchen malträtiert. Und die Gurgel müssen wir abschießen. 7 Treffer hält das Ding aus. Maximal können wir 2 Eier bunkern, dann kommt kein Scheigei mehr. Treffer Nummer 4. Nummer 5. Kommt immer mehr Säure runter. Nummer 6. Oh mein Gott. Ja. 7. Kaputt ist er. Und jetzt geht's wieder ab. Aus dem Darm. Die Flasche wird ausgekackt. So. Genau. Um meinen tollen Spruch nochmal zu wiederholen. Genauso lieg ich da, wenn ich zu viele gefuttert habe. Wie Burger. Das will ich mir jetzt nicht vorstellen. Dann geht's mir auch so auf der Couch. Also, din, 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 din. Und wir haben's geschafft. Video 13. Zum 5. oder 6. Mal aufgenommen. Und ich hoffe, bitte, 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 komm da. Dass ich nicht wieder abschmier. Schmeiß mir diesmal nicht ab. Schmier mir nicht ab, meinte ich. Jesse und Slugs, wir machen hier einen Stopp. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.